ich habe einen scheiß Open gehabt gestern. Und weißt du, ich finde es geil vom Dings da. Oh, yes, vom Rolf, vom Simple Rolf. Dass er, weißt du, meine Kuhmann ist seine Jacke, die ich ihm sogar noch geklaut habe. Anfängt loslatschen, oder? So crack, und dann weiß ich, es geht wieder. Dabei lässt er alles beim Ding, beim Hörnchen liegen, oder? Ja. Aber jetzt plötzlich, wenn ich sie anhabe, findet er natürlich Latsch, oder? Findet er einfach Brüchse gerade wieder. Ja. Ja, das ist scheiße für ihn. Weil er muss nicht eine Frau mit der Rolf ist einfach simpel. Was machst du? Ja, wo ich wollte. Ja, geradeaus da. Ja, du laufst aber nicht gerade. Du hast die Kamera nicht gerade. Ja. Nein, er ist ein verblöder langsam, oder all seine Uhrenbenzels. Weißt du, er hat so viel Benzels hier. Das. Er ist einfach das tut mir leid, weil ich bin mit ihm ja in der Notschlafstelle zusammen im Zimmer gewesen. Und er war wirklich ein cooler Typ gewesen, aber ey, momentan kommt er mir auch schräg. Ja. Aber er würde natürlich das Gleiche von mir behaupten. Und er hat viel Scheiße über mich erzählt. Und das tut weh. Oder? Das ist eigentlich sehr völlig verschreckt, da ans Buch halten. Aber weißt du, ab und zu würde ich auch am liebsten so einen kleinen, armseligen Simpel sein, der einfach seine Kohle überholt, der brav zu Hause ins Bett steigt, brav in Bücher liest und brav in Filme schaut und einfach ganz scheiße ist okay, oder? Ab und zu hat die Huren Bock auf das Leben. Und nicht irgendwie einen blöden Safe-Kopf haben, der einfach Scheiße baut und Kacke tut. Und komische Leute kommen. Obwohl die komischen Leute kommen, wenn man einiges bin. Hey, ich muss das vorstellen, wenn du mit irgendwelchen Leuten zusammen bist, die eben genauso brav und mummensimpel sind. Hey, das muss ein sehr langweiliges Leben sein. Also wenn du irgendwelche Arschlöcher hast, einfach gehst mit ihnen ein Bierchen trinken oder eine Milch. Also nicht gegen Milch, ich finde Milch geil. Aber einfach irgendwie so ein Idioten. Weisst du, wo mit dir irgendwie über Börsenkurs diskutieren? Komm, ich lache mal schnell. Wir dürfen das. Nein, irgendwie so. Ich bin einfach kaputt. Ab und zu weiss ich nicht, ob mir das Leben wirklich wert ist. Ich liebe das Leben, weißt du, es gibt so schöne Sachen. Ja. Hey, das Meer zum Beispiel, oder? Ja, oder die Leute einfach, die hinlässt und die du tragen finde ich jetzt nicht so geil. Ja. Um ehrlich zu sein. Aber ich hasse es, wenn es auf Rock geht! Ja, motherfuckers. Fick dich mit dem Scheiß, Emre. Bums mal wieder. Hey, nein, was? Es gibt so viel. Es gibt so viele schöne Sachen. In Arsch, Bäume. Nein. Was?
jetzt. So, jetzt habe ich noch gereifen. Naja, okay. Oh, wie da ist ein Schiffssalat. Mit Orientkäse, was heißt das? Gekochte Teller und rührt kein Reis da. Das ist eine geile Sache. Mein Onkel lebt ja auch hat die Quote Science Fiction Roman. Und so sehr schön. Ich habe ja einen Namen, aber er ist aus dem 50 Stock rausgekommen. Ja. Der Doppel war mein Lieblingsonkel, weil ich ihn so geliebt habe. Ich mache es immer witzig. Und der Doppel kommt aus dem 50 Stock raus. Und ist natürlich auch da. Aber selbst hat mein Vater so ein LSD angeholt. Ja, er ist lieb. Von mir aus hätte meine Mutter können auch so heute zu kommen. Scheiße. Entschuldigung, schenken Sie uns das schön? Ach Gott. Ja. Bist du ja da gewesen? Hä? Oh, wieso das? Schenken Sie mir das? Nein. Ah, Moment. So ein riesiges Männchen und ja, ganz zwei sind. Ja, und zur Rap-Folge, weißt du, ein Bukowski mit der Originalunterschrift. Hast du sowas? Ja. Ehrlich, nein. Ja, und was, ein Bukowski? Ja, Bukowski mit der Original. Charles Bukowski. Charles Bukowski mit der Original. Wer hat unterschrieben? Er hat es unterschrieben, also ein Original unterschrieben. Wie heisst es? Das Autogramm drinnen, oder? Ja. Und dann, ja, ich habe drei Leben bezahlt, mal, als ich das gekauft habe. Aber da habe ich ja nur 6'000 Stutz verdient. Und dann war klar, dass das wird. Und dann habe ich noch eins von Correction Boyle. Das ist ein ganz geiles Auto. Diese Boyle. Der ist ganz geil. Das Ding versifft es nicht. Kamera? Mhm. Auf das Beste. Sowieso. Wenn das der Führer wüsste. Dings müsste ich auch nicht teilweise mischen. Weißt du, unter dem Mund. Wo ist sie süß? Ja, sie tut da irgendwie so Rötzchenwerten und so. Aber es ist komisch. Ich kenne sie gar nicht. Sie ist neben der Muriel und so einfach die liebste Frau, also die liebste Menschen. Ich habe sie mega gerne. Wir haben irgendwie
Mhm. Recht gutes Verhältnis. Also weißt du, sie knutschen mit anderen um und das tut mir nicht weh, das ist scheißegal, aber da kommt er voll mit wem an. Also wenn sie zum Beispiel mit dem Smiley um und dann fühle ich mich verletzt. Ich habe auch geschafft. Danke. Ja, easy. Ja, durch den Fahrtest. Also gehen wir hier. Wir sind bei uns.